Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. Joa, ich muss mich einmal kurz richtig hinsetzen. So, da geht's auch schon wieder los. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ach ja, genau, ich muss ja gleich da zu der Dingens, zu der Arena und jemanden platt machen. Ich bin heute voller Elan. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte heute vielleicht einen guten Tag. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wirst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Ist doch ein gutes Leben, ich weiß gar nicht, was er hat. Da kann man nichts machen. Doch, aber genug davon. Das Gequatsche bringt uns nicht weiter. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Oh, schwere Waffen. Angriff, der Wuchtschlag, Granaten. Den von dir ausgeteilten Schadenhandgranaten mit jeder Stufe, Jetpack. Ich glaube, ich gehe mal auf Gras. Ich habe sowieso nicht genug Geld. Wegen der Arena. Wie sind die Regeln? Wir haben kaum Regeln. Wähle deinen Herausforderer und triff dich mit ihm in der Arena. Sobald ihr drin seid, kurze Absprache, ob es losgehen kann, und dann schlagt ihr euch die Fresse ein. Nach dem Kampf kann man dann bei mir das Preisgeld einstreichen. Das bekommst du natürlich nur, wenn du auch den Kampf gewonnen hast. Andernfalls gibt's außer ein paar Beulen gar nichts. Gut. Sonst noch was? Ja. Begleiter haben in der Arena nichts verloren. Du wirst dich den Kämpfen alleine stellen müssen. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab.
Vorher bist du es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Gut. Uchala. Kaya, du musst... Bleib hier stehen. Wenn du willst. Ich muss das jetzt alleine machen. So hier noch jemand? Kann das nicht weitergehen. Mit mir reden. Wie sehen die denn aus? Nicht. Ach, das sind Helme. Was macht sie muss da ich auf? Deutlicher werden. Boden? Ist na die gut. Wirklich so leichtgläubig. Komm. So, ich bin da. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Nö. Bereit. Baba da. Hallo. Entweder du steckst das Ding weg oder ich zwinge dich dazu. Ich bin gerade am Trinken, Moment. Ein letztes Mal. Kluger Bursche. So, nochmal. Ziemlich schwache Vorstellung von dir. Du solltest mehr auf deine Beinarbeit achten. Merk dir das für dein Nächstes. Ich habe gerade keine Zeit. Ich will dich besiegen. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Ich will nochmal. Ich habe gerade keine Zeit. Scheiße. Ah, oh, das ging so schnell. Wo ist denn Ike hier? Ike. Wo ist denn Ike? Hallo? Da oben. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist der Derbe drauf. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Ich versuch's einfach mal, ne? Ich meine, was kann denn schon großartig passieren? Dass ich nicht gegen diesen Big Jim antreten kann. Gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier wird man dauernd angebaggert. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Oh, mein Gott. Jetzt bin ich schon... Ah, gut. Okay. Komm her. Jawohl. Den habe ich besiegt. Scheiße. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. So, jetzt möchte ich nochmal gegen Gunn. Soll das alles nur enden? Ich habe gerade keine Zeit. Oh, den kann ich nicht mehr herausfordern. Scheiße. Okay, Kaya kann aber, glaube ich, wieder mit. Mitkommen. Alles klar. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier. Mehr gibt's für die Pfeife nicht. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Und wie jetzt wohl jeder hier weiß, hast du dir ein paar herbe Backpfeifen eingefangen. Ich war nicht vorbereitet. Versuch das nächste Mal nicht, so einen erbärmlichen Eindruck zu hinterlassen. So, kann ich jetzt mit Gunn? Ich war nicht vorbereitet. Nö. Geht nicht mehr. Ich werde gegen Big Jim auch nicht antreten können. Wegen der Arena. Ich will gegen dich antreten. So, so. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich.
Sag mir, wann du bereit bist. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Das nervt. Ich werde hier auf dich warten. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay. Hey, das ist unfair. Das ist aber sowas von unfair. Oh, okay. Ich würde gern was trinken. Jawohl. Du Mistschwein hast mich besiegt. Mhm. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Ich habe gewonnen. Zahl mich aus. Meine eigene Niederlage aus eigener Tasche bezahlen. Dass es so weit kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. War sehr schön. Wie kannst du das sagen? Geh voraus, ich folge dir. Gut. So, jetzt muss ich erstmal wieder zu der Nutte gehen. Der Dingens ist bestimmt da oben drin. Oh. Gehen wir erstmal zum... Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Hier Jax, lass uns zusammenlegen. Gib ihm das hier von mir. Klar, hier. Danke dir, mein Freund. Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Gut. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Die schlechte. Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Ja. Also gut, die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Okay. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Mhm. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Sie sagt, sie wäre pleite. Streng genommen ist sie das bestimmt. Ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie lügt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will,
habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Jo. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Red kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Ja. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Geht klar. Ich habe kein Problem damit, sie zu beklauen. Oh, Bill. Bill, mit dir muss ich noch reden. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Das kann er sich von der Backe putzen. Da, da ist er! Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Was? Gib das her! Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Das Schwein bringe ich um. Deine Wut kannst du dir aufheben, bis ich mit dir fertig bin. Du glaubst wohl, du kannst mich unbestraft bestehlen. Aber da hast du dich geirrt. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Können wir uns nicht anders einigen? Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Du siehst tatsächlich ganz schön kräftig aus. Aber bestrafen muss ich dich trotzdem. In meiner Bar wirst du nichts mehr zu trinken bekommen. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Sehr gut. Trink nicht so viel. Sie findet es gut? Boah, dieser kleine Pisser, ne? Das ist schon verdächtig. Dieser kleine Problem, nicht meins. Wer ist denn Ace? Junge, irgendwas ist komisch an dir. Hast du zu viel von Doc Stims in dich reingepumpt oder so? Was interessiert es dich, wie ich aussehe? Ja, ich war nur neugierig. Ich meine, du bist jetzt kein abgerissener Penner wie die meisten hier. Es war einfach nur eine Frage, nichts Persönliches. Weißt du, normalerweise würde ich die Gelegenheit nutzen und dich zu einem kleinen Spielchen überreden. Aber ohne meinen Bruder wird das leider nichts. Was hat dein Bruder damit zu tun? Er bringt mir Glück. Darum brauche ich ihn. Wenn er dabei ist, verliere ich nie. Wie kommst du über die Runden? Ich gehöre den Läufern an. Das heißt, ich überbringe meistens Botschaften von einem Ort zum anderen. Ungefährlich ist das nicht gerade. Aber ich habe ein System entwickelt, das meine Überlebenschancen steigert. Ich spiele meist mit den anderen Läufern, wer von uns laufen muss. Und dabei schneide ich normalerweise gut bei ab. So, ich muss auch wieder los. Ich habe gehört, er wurde bestohlen. Auf mich hört ja keiner. Ich verstehe nur die Hälfte. Ist der Typ denn jetzt so langsam da? Die Sache stinkt doch. Du schuldest mir noch was. Alter, mach mal halblang. Ich hab dir doch gesagt, ich kläre das. Also komm in ein... Wie lange soll das denn noch dauern? Interessant. Mensch, ich muss jetzt erstmal mit Bill reden. Mit Bill, die alte Socke, und dann muss ich mal zu dem Duke. Bill. Meine Tage hier sind bald gezählt. Ach nee, mit dem habe ich schon geredet. Okay, dann Duke. Dann muss ich da lang. Ich denke mal, dass der da oben wohnt. Ich gehe davon aus. Da ist er. Hi
Halt, 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 bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Wenn du das hier überleben willst, will ich eine Entschädigung. Beruhige dich. Hier hast du deine Splitter wieder, die du mir Moment mal. Scheiße, ich glaube, ich wurde beklaut. Anscheinend habe ich nichts mehr, was ich dir geben könnte, außer das hier. Ich hoffe, das wird erstmal reichen. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Ich sehe keinen Vorteil, nur dass du mich verarscht hast. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Du hättest mir sagen können, was du vorhast. Hätte ich, aber ich kenne dich nicht gut genug. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten, komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Wegen Chloe. Hey, hey, ich bekomme... Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Sei versichert, dass ich dir deine kleine Spende nicht vergessen werde. Zeig mir deine Ware. Na gut. Bitte, hab endlich mal auch endlich. Ja, Schachterhemd. Was? Jägerrüstung. Hat 12 Rüstung, hat 14 Rüstung. Ist auch ziemlich teuer. Was können wir denn verkaufen? Die kann ich verkaufen. Ring der Härte kann ich verkaufen. Ring des Widerstands. Schwefelbrocken. Ich kann, das ist, glaube ich, Zauber, ne? Ich glaube, den kann ich auch mal verkaufen. Was ist das? Das brauche ich wahrscheinlich für Tränke brauen. Das Elix, Feder. Elektroschott, Klebeband. Och, brauche ich das? Boah, was habe ich denn alles doch? Okay, das sind Rezepte. Brennstoff brauche ich wahrscheinlich. Ich lasse das mal alles noch dran. Zigaretten. Kann ich definitiv loswerden, genauso wie das Klopapier. Alte Münzen. Eigentlich kaufe ich mir ja davon keinen Riegel, ne? Also, ich kaufe davon hier keine Schokoriegel oder sowas. Ich habe gerade den Durchsuchungsbefehl weg. Ah!
Scheiße, ich habe den Durchsuchungsbefehl weggegeben. Nein. Scheiße. Ich bin so dumm. Das Spiel macht so langsam echt keinen Spaß mehr, ne? Okay, Schachterhose, Schachterhemd. Wie viel kostet das alles zusammen? Ja, komm, nehmen wir das, ne? Nicht schlecht. So. Das habe ich alles auf. Flammenwerfer, Handgranate. Da ich für den Flammenwerfer ja noch gar nichts habe, ne? Benutze ich da mal, glaube ich, Zauber. Machtwelle. Also machen wir Abklingzeit. Schaden 80, Zauberspruch. Drohnen kommen, Machtstoß. Schaden 100, okay. Ich habe 3 Lernpunkte und ich habe 10 Dingens. Jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe auf 40 und hier drauf. So. Das habe ich. Jetzt gehe ich hier hoch. Hier habe ich noch nie vertraut. Besser einen guten Freund verlieren als einen guten Witz. Der war ja gut. Besser als einen guten Freund verlieren als einen Witz. Hammer. So. Ja. Hier pinkelt schon wieder irgendeiner. Mein Gott, such den Klo. Okay. Dann nicht. Dann hier hoch vielleicht? Das sieht gut aus. Hier ist auf jeden Fall ein Portal. Hier kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Ja, du musst ja Ahnung haben, Mädel. Das ist der Duke? Nein, der Duke putzt nicht. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich mich selbst. Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Schätze, wenn ich jetzt Schwäche zeige, du brauchst meine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe? Tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Du machst mir Spaß. Hast Glück, dass ich gerade gute Laune habe. Also... Raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich, gib mir einen Job. Ich habe Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für eine Schlacht gegen die Alps im Ignadon. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache! Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Mhm. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Tja, nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin, ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren.
Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist versteht. Ich, der Duke von Tavar, bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tch, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden. Gib mir einen Job. Dir ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Bitte? Ich hoffe, das war deutlich. Ich übernehme den Auftrag. Ja, aber lass dir nicht zu viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job! Ach, die sind ja alle hier so freundlich hier. Guck mal da, die Nutten rechts und links an der Seite. Mädels, geht's euch gut? So, jetzt gehe ich aber erstmal zu Cindy. Hochala. Ich finde das krass, dass wir noch gar keinen Ärger gekriegt haben. Da ist ein Skelett drin. Dass wir noch gar keinen Ärger gekriegt haben wegen dieser komischen Perle da. Wie heißt sie nochmal? Ach, Irene oder so? Iron? Oh nein, ich will nicht mit dir reden. Iron hieß sie, ne? Wer ist das? Ein Outlaw, okay. Ein paar Aufgaben muss ich für die jetzt erledigen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal zu ihr. Bist du das, Cindy? Ich suche Cindy. Raus! Genau! Hier, wer, mach, dass du Land gewinnst! Wer hat das denn gesagt? Hallo? Oh. Bis
du? Nee, das ist ein Outlaw. Du bist keine Cindy. Du bist doch mit Sicherheit Cindy. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf zu tanzen, ey. Ich will hier... Dann gucke ich jetzt halt auf meine... So. Die Markierung können wir erstmal löschen. Böses Mädchen? Oh, aber sie ist ein ziemlich starker Kämpfer und was für meine kleine Mission. Hm. Boah. Ach ja, genau. Mäuler stopfen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zu Nasty. Obwohl ich eigentlich echt glaube, dass das ziemlich schwer wird, ihre Aufgabe. Aber naja, wer weiß. Das geht so schief. Ich wollte hier so hoch, aber ich habe da gerade, glaube ich, eine Höhle entdeckt. Hi. Scheiße. Ich bin hängen geblieben. Ich mach's mir einfach. Das wird eine zu schwierige Aufgabe, aber ich versuche es. Ich versuche es trotzdem. Das Schleichen kannst du dir sparen. Tue ich nicht, ich bin optimistisch. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Die Prüfung gefällt mir nicht. Oh. Leute, ich muss Schluss machen. Ganz vergessen. Okay, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.